Leute, es wird höchste Zeit, dass wir uns einfach mal über die neue Season unterhalten. Moin moin Leute, was geht? Wir schauen uns heute dieses Video mal ganz fix die neue Season an, was da alles so kam. Und ich muss sagen, ich habe vor einigen Wochen Folgendes vom Stapel gelassen. Prinzipiell glaube ich, dass dies die stärkste Season ist, die Rainbow Six Siege jemals hatte. Ich habe mich da so ein bisschen vom Hype-Train mitziehen lassen, obwohl ich mir immer sage, nee, ich bin da vorsichtiger. Aber ich bin ehrlich, das New Season Battle hat mich dann doch schon sehr gepackt und ich habe mich echt auf die neue Season gefreut. Und umso mehr wurde ich ja im Nachhinein enttäuscht. Es begann alles so ein bisschen damit, naja, ich spiele auf PlayStation, wie ihr wisst, und dort hatten wir massive Soundprobleme, wie bereits letzte Season bei Demon Vale. Dort war es eine halbe Season mit Soundproblemen. Jetzt wurde das Ganze ein bisschen schneller gefixt. Trotzdem ist es natürlich sehr schade, dass ja, die neue Season raus war. Man ist gehypt, man hat Bock und dann kann man das Spiel nahezu nicht spielen, weil die Sounds schlecht sind. Aber darum soll es gar nicht gehen. Nur deswegen kommt das Video ein bisschen verspätet, weil ich einfach bezüglich Rainbow so, ich konnte nicht viel machen, ich konnte nicht groß spielen. Es war echt, ich will nicht sagen, es war unspielbar wegen dem Sound, aber es war extrem ungewohnt und unnatürlich und es machte einfach keinen Spaß, Rainbow so zu spielen. Und in diesem Video möchte ich euch mal eben zeigen, warum ich leider von Vector Glare extremst enttäuscht bin. Fangen wir vorweg also an. Wir haben den neuen Operator Sense. An sich finde ich diesen Operator sehr interessant. Hinzu kommt eine komplett neue Waffe, die sich, naja, ich sag mal so spielt, aber unterm Strich haben wir eine neue Waffe bekommen und motzen kann jeder und ich finde, man sollte das zumindest positiv anrechnen, auch wenn diese hier und da ein wenig schwierig zu spielen ist. Dann ihr Gadget, naja, ein wenig abgekupfert von manchen Spielen, wenn ich rüber nach Valorant gucke. Lul. Ihr Gadget trotzdem eine nette Ergänzung und damals noch von vielen Leuten so ein bisschen als Jo, der Game Changer beschrieben. Ja, jetzt aber nach einigen Wochen des Ranked hat man gemerkt, naja, Sense wird nicht viel gespielt und auch nicht viel gebannt. Ihre Pickrate ist generell relativ low. Also kann man behaupten, naja, der Operator schlägt dann eben doch nicht so ein, wie erwünscht und wird wahrscheinlich wieder so ein Nischen-Operator werden, wie es zum Beispiel Warden oder andere geworden sind. Darüber hinaus natürlich das größte Manko, Sense ist ein One-Speed-Operator. 3 Rüstungspunkte. Das ist ein dickes Manko. Aber was die Pickrate angeht, bleibt Sense auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurück. Und das zeigt so ein bisschen, ja, der neue Operator ist dann eben doch nicht so der Gamechanger wie erwartet. Ist nett, aber eben nur eine nette Dreingabe. Also vom Operator her, ich bin nicht enttäuscht. Nein, wir haben einen neuen Operator bekommen. Ich vermisse es vielleicht hier und da manchmal ein bisschen, dass wir 2 neue Operator bekommen. Sense ist cool, aber bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Als nächstes haben wir eine neue Karte für Team Deathmatch bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich spiele Team Deathmatch extremst ungern. Manchmal vor den Ranked Matches drehe ich noch eine Runde, aber gehe auch dort total entnervt raus, weil einfach Rainbow sich mit... Nee, das Deathmatch mit Rainbow, das passt einfach meiner Meinung nach nicht so richtig zusammen. Trotzdem die neue Karte, rein optisch finde ich sie sehr cool. Es hat alles diesen, diesen Flair eines Trainingsgeländes. Es ist relativ Open Air. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass es sich... Ja, dass wir hier kein ebenerdiges Gelände haben, sondern einfach, es teilt sich auf 2 Stockwerke auf. Und die Treppen werden dann hier und da doch schon sehr oft abgecampt. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Unterm Strich die Karte, eine schöne Dreingabe. Kann auch sein, dass ich einer der wenigen bin, die das so sehen. Aber ich finde Team Deathmatch eine komplett neue Karte, nur für Team Deathmatch. Boah, finde ich schwierig, ob das hätte sein müssen. Da hätte man, die Ressourcen lieber woanders reinlegen können. Spielt ihr viel Team Deathmatch oder gerne Team Deathmatch? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Aber unterm Strich auch hier wieder eine Reingabe, die wir, glaube ich, eher so, naja, haben wir die gebraucht? Dann kam noch ein neues Feature rein, was ich damals in meinem Jahr 7 Wunschzettel geäußert habe. Ein Schießstand. Und wir haben ihn endlich bekommen. Und soll ich was sagen, Leute? Ich finde ihn geil. Ich finde ihn richtig geil. Der Schießstand ist richtig gut geworden, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Viel und da bewegliche Ziele fände ich noch ganz nett. Aber so an sich ist es perfekt zur Analyse. Man kann sich mal die Spray-Pattern der Waffen angucken. Man kann diverse Aufsätze ändern und einfach mal vergleichen. Seinen Loadout optimieren. Also der Schießstand ist geil zur Analyse. Thema Schaden etc. Aber um jetzt ein perfektes Loadout zu finden für Operator, die bereits seit Jahren drin sind, kommt er einfach ein bisschen zu spät. Also da haben einfach viele Spieler bereits sehr viel Zeit in der Tieren verbracht, um ihr perfektes Loadout zu finden oder eben Unranked oder Quick Match. Deswegen kommt der Schießstand ein bisschen spät. Trotzdem möchte ich das nicht allzu doll kritisieren, weil der Schießstand funktioniert, er klappt fehlerfrei, die Respawns klappen gut, wir haben fließende Übergänge von Operator oder beim Waffenwechsel, das klappt alles sehr gut. Der Schießstand ist eine coole Angelegenheit, aber ich glaube, er kommt dann doch einen Ticken zu spät, wie ich merke, aber ich möchte ihn nicht verurteilen, der Schießstand eine
geile Sache. Ja, und dann wie jede neue Season bekommen wir auch in Vector Glare einen neuen Battle Pass. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, es scheiden sich so ein bisschen die Geister am Battle Pass. Meine persönliche Meinung ist dieser Battle Pass einer der schlechtesten. Ich feiere 1, 2, 3 Skins, finde ich ganz cool. Den UOP-Skin auf Level 100 feiere ich sehr. Den einen oder anderen Kartenhintergrund finde ich sehr interessant. Aber unterm Strich finde ich den Battle Pass dann doch ein bisschen zu schwach und finde, da ist deutlich mehr Potenzial nach oben. Also im Gesamtbild würde ich sagen, dass der Battle Pass echt einer der schlechtesten ist, die wir bis jetzt hatten. Und das finde ich leider sehr schade, gerade bei Rainbow Six Siege, was wirklich mittlerweile sehr viel Potenzial hat, was Individualisierungsmöglichkeiten angeht. Der jetzige Battle Pass wirkt wirklich ein bisschen, meiner Meinung nach, traurig. Ja, darüber hinaus haben wir, naja, Operator-Tutorial-Videos bekommen, die wir nun sehen. Veteranen wie wir, naja, wir können damit, glaube ich, nicht mehr viel anfangen, da dort wirklich nur die Grundlagen drinstehen und nicht mal Tipps und Tricks wirklich angezeigt werden. Für neue Spieler ist es eine nette Dreingabe, aber Rainbow generell ist für neue Spieler extrem, ich sag mal, einsteigerunfreundlich. Und deswegen, auch das kommt meiner Meinung nach viel zu spät. Wir befinden uns im Jahr 7 und erst jetzt wird das Spiel versucht, einsteigerfreundlicher zu machen. Das ist meiner Meinung nach deutlich zu spät. Besser spät als nie, würde ich sagen. Aber mir fehlen so richtige Tutorial-Missionen, wenn ich ehrlich bin. Tutorial-Missionen auf eine Operator zugeschnitten, wo man sich mit Thermite als Beispiel durch zwei aufeinanderfolgende verstärkte Wände breachen muss, um die Fähigkeit kennenzulernen und dann den Raum cleart. Einfach kleine Missionen, fände ich deutlich interessanter als so stumpfe Tutorial-Tag. Das, finde ich, wäre deutlich einfach. Wie damals zum Beispiel die Situation. Die haben mir damals den Einstieg in Rainbow deutlich erleichtert. Das Problem ist, dass die Situation mit, ich glaube, 10 Operator umfassen und wir mittlerweile bei über 60 sind. Und da kommen wir leider zu meiner größten Kritik. Ihr wisst, ich liebe wirklich Rainbow Six Siege, aber wir müssen einfach auch mal ansehen, dass diese Season einfach wirklich sehr schwach ist. Wir erhalten einen neuen Operator und das war's. Für Leute, die nur Ranked zocken, die werden von den Neuerungen nahezu nichts merken. Den Battle Pass persönlich, was einen eigentlich motivieren soll, aktiv in Rainbow oder generell ein Spiel weiterzuspielen, den finde ich sehr schwach und muss mich selber ehrlich gesagt ein bisschen dazu zwingen, den durchzuzocken. Darüber hinaus, einen neuen Operator, der eh kaum gespielt wird, Sense wird so wenig gepickt, dass man manchmal vergisst, dass sie überhaupt da ist. Und dadurch fühlt sich die neue Season einfach nur an wie ein, naja, ein Rang-Reset. Und das ist ziemlich schade für eine komplett neue Season. Ja, es gibt viele Veränderungen, aber trotzdem unterm Strich machen die sich so wenig bemerkbar für die Ranked-Gamer oder die Core-Gamer, die wirklich dauerhaft nur Ranked ballern. Für die fühlt es sich einfach nur an wie ein Rang-Reset und das erneute Schwitzen um höhere Ränge. Und deshalb lehne ich mich echt aus dem Fenster und sage, seit langem ist diese Season wieder eine der sehr schwachen. Auch wenn wir neue Inhalte bekommen haben, fallen diese aber so minimal ins Gewicht, dass es sich hier um eine echt, naja, schlechte Season handelt. Meiner Meinung nach. Also Freunde, unterm Strich die neue Season. Es ist kein absoluter Reinfall, bin ich ehrlich. Wir haben ja die Shooting Range bekommen und die Team Deathmatch Map ist für Spieler des Modus wahrscheinlich auch sehr interessant. Wir haben einen neuen Operator bekommen, so würde ich es einfach formulieren. Mehr nicht, der nett ist. Aber das war es dann auch. Und in Zukunft muss da leider einfach noch mehr kommen, um einfach so Spieler wie mich bei der Stange zu halten, weil ich bereits meine Fühler ausgestreckt habe und woanders hingucke. Und das finde ich sehr schade, wie gesagt, weil hier sehr viel Herzblut von mir drinsteckt. Freunde, das war's mit diesem kleinen Video mit meiner Meinung über die neue Season. In den kommenden Wochen werde ich einige, naja, ich versuche alle, ich weiß natürlich nicht, ob ich es schaffe, werde ich aber Operator Guides in jeder Form hochladen. Werde kleine Tipps und Tricks für jeden Operator, für Einsteiger und vielleicht auch für Fortgeschrittene, dass die noch den einen oder anderen Tipp mitnehmen, veröffentlichen. Würde mich auch freuen, wenn ich dort auf euch zählen darf. Ansonsten, Freunde, bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Egal an welchen Endgeräten. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch bei mir im Twitch-Livestream.